By the way, ist heute Freitag und ich glaube, die meisten wissen mittlerweile, was das heißt. Also, seid kreativ. So, Freunde, ich beantworte jetzt die ganzen Fragen und du darfst anfangen. Oh Gott, das Ding ist halt, ich liebe beides und Früchte ist schon geil. Ah, ich würde lieber nie wieder Eiskaffee trinken, weil ich kann ja normalen Kaffee trinken. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben das ja jetzt noch nicht so lange. Also ich habe ja jetzt erst 3 Wochen wieder Schule. Aber die 3 Wochen, also es ist klar sehr anspruchsvoll, gerade auch mit so Quellenarbeit und so. Also es ist schon manchmal sehr kompliziert. Aber dadurch, dass ich das halt irgendwie voll interessant finde, finde ich es eigentlich. Sorry, die Story war zu Ende. Finde ich es eigentlich ganz. Also ich finde es eigentlich ganz interessant und deswegen eigentlich auch ganz cool. Und mir macht es relativ so Spaß, halt für Unterricht Spaß. Ja, also ich finde es okay. Auf jeden Fall, definitiv, weil so gerade im Schauspiel, es kommt ja nicht immer drauf an, ob du gut bist oder schlecht. Manchmal passt du einfach nicht in diese Rolle rein oder die stellen sich was ganz anderes vor. Also, wenn jemand von euch das will, auf jeden Fall nicht aufgeben und immer weiter zu Castings gehen. Gott, die Frage ist richtig schwer. Aber ich glaube, ich würde mich für einen Tag glücklich sein entscheiden. Also klar hätte ich dann übel die kurze Lebenszeit, aber ich finde, so glücklich sein und zufrieden sein macht das Leben ja erst so richtig lebenswert. Und was bringt mir eine längere Lebenszeit, wenn ich nicht glücklich bin? Definitiv Donuts. Erstens mag ich Marshmallows nicht. Und zweitens liebe ich einfach Donuts. Okay, also ich bin immer schon ziemlich früh dran und ich esse auch schon Spekulatius, aber wir haben September. Ich weiß noch nicht, was ich meiner Familie zu Weihnachten schenke. Also mir geht's echt gut, außer dass meine Woche so irgendwie voll stressig war. Wir hatten irgendwie voll viel in der Schule zu tun und voll viele Arbeiten und ich habe sehr viel Schulzeug gemacht. Aber jetzt ist Wochenende, deswegen geht's mir gut und ich freue mich voll aufs Wochenende. Kann ich auf jeden Fall machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich habe auch noch eine richtig coole andere Idee, aber vielleicht mache ich auch einfach beides. Mal gucken. Also für Sonntag habe ich noch gar nichts so krass geplant. Also ich bleibe auf jeden Fall in Erfurt. Für Sonntag habe ich aber noch nichts geplant. Und morgen habe ich einen ziemlich coolen Dreh, wo ich mich voll drauf freue. Ich muss ganz ehrlich sagen, so früher habe ich diesen Hype gar nicht verstanden. Ich habe das null gecheckt. Aber mittlerweile, manchmal, wenn ich so da sitze, mache ich mir nebenbei so ein YouTube-Video davon an. Und ich finde das irgendwie manchmal voll entspannt. Also da gibt es voll getrennte Meinungen. Seid ihr eher so, also mögt ihr das oder mögt ihr es nicht? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Herbst und Winter einfach nicht. Ich mag es einfach nicht. So, an alle, die es mögen, ist schön. Ich mag es einfach nicht. Aber das Niceste an diesen Jahreszeiten sind Oversize-Hoodies. Also Hoodies und Oversize, weil da kann man sich reinkuscheln. Ich glaube, es ist besser, wenn wir es einfach nicht wissen und wenn wir es einfach überraschen lassen, oder? Also ich habe ja eigentlich jetzt wieder so Normalschule. Deswegen, im Moment finde ich es eigentlich ganz gut so mit normaler Schule, weil da hat man einfach einen geregelteren so Schulalltag, als wenn man Homeschooling hat. Aber wo Homeschooling war, fand ich das auch nicht schlecht. Pumpkin Pie Getränke, Kürbisauflauf und Kürbissuppe und eventuell auch So, Freunde, ihr könnt mir nächsten Freitag wieder gerne eure Fragen stellen und du darfst die Letzte sein. Habt noch einen schönen Abend und bis bald.